Naja, aber weil viele ja auch einfach so Stellung und Biegung, wie funktioniert das, ne? Was passiert dabei? Da passieren ja auch allerlei ja, Knochen, Muskeln, Bänder, Faszien, Geschichten im Pferd. Und das wird häufig ja auch noch mit, was dort passiert und wie es passiert, in die Biomechanik gerechnet. Aber weil es Es nicht wird, unter die ja, pass auf, es wird unter dem biomechanischen Aspekt erklärt. Ja. Ja? Also da sagt dann jemand, ich kenne mich mit Biomechanik aus und ich erkläre jetzt, wie die Seitengänge und Stellung und Biegung funktionieren. Und das, was dann passiert, ist eben, dass aufgrund dieser Annahmen Dinge teilweise falsch erklärt werden. Ja, beziehungsweise das Pferd kann sie so machen, aber dann stört es den Bewegungsfluss, dann kommt das Pferd in negative Bewegungsabläufe und Also es wird im Prinzip nicht tensegral erklärt und genau. deswegen kommt es zu Fehlern. Hast du ein Beispiel? Ein Beispiel, das eigentlich fast immer, sobald man anfängt, im Schulter hereinzuarbeiten oder die vor allem die Bewegung zu verlangsamen, um das alles schön kleinschrittig und übersichtlich zu machen. Dann fehlt der Schwung der Bewegung, dann verschiebt sich so der Rhythmus der Bewegung wird blockiert und dann kommt das Pferd in negative Bewegungsabläufe. Das heißt, es fängt an, mit den Vorderbeinen zu stemmen, zu ziehen. Und mit den Hinterbeinen passiv zu treten, ohne noch die Entladung der Hinterhand in den Körper richten zu können. Das ist das, was passiert. Und dann habe ich auch überhaupt nicht mehr den eigentlichen Effekt vom Schulter herein, ja, dass ich nämlich die Vorhand vor eines der beiden Hinterbeine bringen kann, ja, damit dieses sich mit dem Thema des Aufladens und Entladens und der Kraftrichtungen beschäftigt. Das heißt, da war dann das Pferd einfach zu langsam geworden und das stand der Tensegrität schon im Wege. Also Oder gibt es ein falsches Langsamwerden? die Tensegrität ist immer da. Ja. Ja? Also ein Pferd, ein lebendiger Körper hat immer eine tensegrale Struktur, die geht auch nicht weg. Ja, also ein Pferd kann sie nutzen, kann dieses Potenzial ausschöpfen oder kann dieses Potenzial ungenutzt liegen lassen. Ja, also das heißt, ich kann ein starkes, belastbares, aktives Pferd bekommen, wenn ich das Pferd sein tensegrales Potenzial ausschöpfen lasse. Ja, und je weiter ich von diesem tensegralen Potenzial fernbleibe, umso näher komme ich an das Konzept des Schottergartens. Ja, logisch. Wir haben ja kein Ne? Häufchen Knochen. Also irgendwie werden die Knochen ja immer gehalten. Und das sind ja diese tensegralen Zusammenhänge. Ja, vor allem ist das Spannende, dass wenn man das Ganze tensegral betrachtet, dass für die Grundbewegungen so gut wie keine Muskelkraft nötig ist. Und Ja. wir haben trotzdem Aufladung und Entladung und wir haben trotzdem Schub. Ja, Ja, das das hast du heißt, recht. wir haben ein ganz effizientes Grundbewegungssystem, Okay. solange man diese Auf- und Entladung zulässt.